Es war jetzt schon fast eine Woche her, seitdem ich das letzte Mal Little Big Workshop gemacht habe. Also zu allerhöchste Zeit. Wir sind Rang 7. Wir haben jetzt gestartet, die. Wir haben damit gestartet, die Roboter herzustellen. Seinen Auftrag zu geben, diese Fass-Spots hier. Ich hoffe, da funktioniert alles gut. Werden wir jetzt gleich mal schauen. Ein bisschen. Okay. Markt. Okay. Wir haben hier nicht die Aufgaben. Wir machen einfach die Aufgaben nicht. Das ist auch ein bisschen kacke, aber. Kundenbeziehung. Inko Inc. Okay, egal. So, Grammophon ist fast fertig. Sollen wir liefern und werden das einfach nochmal machen? Wir werden das Ganze einfach wiederholen, so wie wir die ganze Zeit vorhaben. Du schon, dass das Geld ganz schön oben bleibt. Und die Bots werden einiges an Zeit brauchen und die Katapulte wahrscheinlich auch. Dementsprechend werden wir das Grammophon da nach oben schieben. Die Skier sind auch gleich fertig. Tag 85, hey. Das ist schon fast 3 Monate im Betrieb. Wollen die Skier nicht? Ah, jetzt. Man muss es nur sagen. Muss sich nur beschweren. Haben wir noch 5? Das sinkt aber sehr, sehr stark auch, die Skier. Ich glaube, die hat eher sabotiert beim letzten Mal. Ich kann mich nicht mehr ganz erinnern. Jeden Fall hatte ich die letzten Tage kaum eine Stimme. Deswegen nicht weitermachen können. Aber jetzt geht's hier wieder weiter hier. So, das passt. Ja, wir halten uns mit dem Grammophon und den Skiern halten wir uns so ziemlich auf zwischen 10.000 bis 15.000 Gold, während wir die Fassbots herstellen und natürlich auch die Katapulte. Aber ich glaube, das mit den Fassbots, das war jetzt nur zum Testen. Ich höre hier irgendwas. Oh, hier ist alles kaputt. Reparieren, reparieren. Gibt es da irgendwie eine Taste zum schnellen Reparieren? Bestimmt nicht, oder? Schnell speichern, schnell laden. Hindernisliste. Priorität. Inventar, Wirtschaft. Nein. Schade. Das hätte das Ganze ja ein bisschen einfacher gemacht, natürlich. So. Das passt auch soweit. Können wir ruhig reparieren. Dann würde ich da auch ein bisschen Zeit haben. Ich weiß nämlich nicht, wie sehr die Maschinen benutzt wurden, wann die das letzte Mal benutzt wurden. Das. Daran kann ich mich nicht mehr erinnern. Deshalb gehen wir einfach mal alle Maschinen ganz kurz durch. Hier gucken. Okay, und hier oben haben wir noch. Die beiden auf jeden Fall. Sehr gut. So, jetzt sollte alles repariert sein. Jetzt fallen wir auf die 10.000. Obwohl, die Skier sind schon fast fertig, Grammophon auch. Oh, wir machen sogar noch ein bisschen Gewinn hier. Priorität. Dadurch, dass wir jetzt zwei Anlaufstellen haben, ist es natürlich auch sehr, sehr angenehm. So, wir machen da auch noch ein paar Böden. Perfekt.
werden die nämlich auch geliefert, dann sind wir auf ein bisschen über 15.000. 19.000, oha, Grammophon gibt ja ziemlich viel. Ich dachte, das gibt nur so 2.000 oder so, aber dabei fast 5.000. Nice, nice. So. Der Pausenraum reicht irgendwie auch nicht. Ah, füllt sich ein bisschen immer wieder auf. Ist ein bisschen ein Kampf hier noch. Aber schaut gut aus. Wir können das auf jeden Fall hier noch ausweiten. Das ist eigentlich der Plan. Damit wir für die Pausenräume noch mehr Platz haben. Und was ich da noch vorhab, ist das, falls wir den Bereich hier bekommen, das noch ein bisschen ausweiten. Ja. Das und liefern auch gleichzeitig. So. Dann Priorität. Und so das ein bisschen ausweiten, noch den Raum ein bisschen größer machen. Und dann im Grunde das nochmal spiegeln, was ich hier habe. Ich bin mir nicht sicher, ob ich die Tische auch spiegeln möchte, aber könnten wir machen. Auf jeden Fall möchte ich die Snackautomaten und so auch hier ein paar aufstellen und hier auch eine Tür, falls wir hier noch weiterbauen, weil ich glaube, das können wir auch noch alles als Fläche dann benutzen. Ist das richtig? Kann ich das gucken? Ja. Das hier. Dann haben wir hier einen riesen Pausenraum. Und hier haben wir die restliche Arbeitsfläche auch noch, die wir uns in Zukunft holen. So. Grammophon liefern. Wir können es nochmal machen. Priorität. Wir müssen keinen Riesengewinn machen. Nicht auf die Schnelle zumindest. Es würde sich nämlich immer mehr und mehr auf. Die Frage ist jetzt nur, wird das irgendwie schwerer? Weil theoretisch könnten wir uns jetzt für immer so halten und ganz minimalen Gewinn machen. Die Frage ist, wird da irgendwas schwerer? Wird die Miete höher oder keine Ahnung was? Soweit ich weiß, nämlich nicht. Jemand zusammengebrochen, das ist nicht ganz so gut. Ich würde das auf jeden Fall hier vergrößern. Dass wir sagen. Ah, nicht so. Ups, das wollte ich nicht. Renovieren. Machen wir den Raum hier. So. So hin. 3900. Dann machen wir Planierungstool. Und zwar das hier. Perfekt. Mit der Tür warten wir noch. Ich. Weiß nicht, ob ich hier noch eine Tür machen möchte. Ich glaube eher nicht. Sind 4.000, sind 15.000. Also haben wir noch immer 15.000. Das ist kein Problem. So. Arbeiter hier. Dann können wir jetzt auch noch ein paar Kaffeemaschinen und sowas hinstellen. Das ist dann perfekt. Wir machen wirklich ein bisschen Gewinn die ganze Zeit. Wir müssen jetzt nur dann schauen, wir müssen gleich auf etwas anderes umschwenken, weil sowohl Grammophon als auch die Shia sind, denen geht's bergab. Sagen wir so. So, Katapulte sind fertig. 17.000! Machen wir noch 5, bitte. Das kriege ich noch hin. Du, da ist noch ein. Will das keiner machen? Der Typ muss extra von draußen kommen, um den einen. Ach je. So. Pausenraum. Ich glaube, das ist. Wir haben zwei, oder? Ja. Wieder einfach nochmal jede Menge Zeug hinstellen. Pausenraum, nochmal einen Pausentisch. So. Okay. Dann haben wir das auf jeden Fall. Das sind 3000 jetzt. Und wir sind auf 30.000 fast. So, aber das reicht natürlich nicht. Wir brauchen da noch viel mehr. Und zwar
Die Vendotrone hier. Und Coffee Maker. Niemand soll hier erschöpft sein. Nie wieder. 13.000. Ja, damit. Das nenne ich mal befüllt. Versorgt. Okay. Öffnen. So. Die stellen bald ein, aber ich glaube, einmal können wir noch machen. So, jetzt haben wir einiges wieder ausgebaut und verbessert. Sind auch glücklicher und alles. Aber wir sind trotzdem auf 20.000. So, jetzt sollten wir wirklich kein Problem haben mit dem ganzen Café und alles, also im Außenraum und so. Müssen wir schauen, was uns hier am besten helfen würde mit diesen Passbots. Standardfahrer. Oh, die wollen die gar nicht mehr produzieren. Kastenbot? Okay. Wir brauchen 60. Wir nehmen das obere. Oh, du meine Güte. Okay. Wir nehmen 5 bis 7. Wir machen das teure. Wir machen hier auch das teure. Wir machen das hier mit der Effizienz von 100%. Hier haben wir auch 100%. Das passt perfekt. Dann werden die zusammengebaut. Hier. Oh, kann ich das gar nicht. Wir müssen die Klauenhand nehmen. Oh, das schaut nicht so gut aus hier. So, das ist wieder hier. Festlegen und zwar machen wir das hier. Okay, ich glaube, wir brauchen viel mehr von dem Schmelzzeug da oben. Den Schmelzen eben. So, da wird alles zusammengebaut. Dann wird das weiter zusammengebaut. Okay, dann haben wir die obere Seite erstmal fertig. Dann machen wir das hier. Okay. Wir das. 6 bis 8. Wir machen das alles hochqualitativ, weil wenn wir da vielleicht ein bisschen mehr Verlust machen, ist das, glaube ich, sehr wert. So, Schalttafel. 100%, perfekt. Dann wird wieder jede Menge zusammengebaut. Dann wird das hier die Schalttafel. Dann müssen wir hier zusammenbauen. Okay. Die Räder. Raupenfertigung. Da reicht das. Jetzt müssen wir nicht mehr so uns auf irgendwas konzentrieren, dass wir das hochqualitativ machen. Das ist jetzt gar nicht mehr notwendig. Hier oben. So. Das ist hier. Das machen wir. Natürlich wieder hier. Okay. Wir machen das blau. Möchte ich das haben? Und. Oh, nein. Hier. So. So. Okay. Und hier unten noch eins. Das hier. Das ist perfekt. Diese Schalttafel, dann wird das hier gemacht. Dann wird das hier zusammengebaut. Und dann zu allerletzt werden wir das hier an der Roboterstation. Hallo? Roboterstation hier an der Schalttafel machen. Können wir das fünfmal machen? Ja, klar. Easy.
Der Kastenbot, wer kennt ihn nicht? Okay. Okay. So. Ah, er ist aufgestiegen. Können wir ihn zum Holzspezialisten machen? Obwohl, Montagespezialist. Wir brauchen mehr Montagespezialisten. Wir haben zwei davon. Wir brauchen aber auf jeden Fall vier. Ich glaube, das sind die, die zusammenbauen, oder? Okay. Sehr gut. Dann haben wir jetzt drei davon. Dann machen wir noch einen Montagespezialisten und dann kümmern wir uns um Holz- und Plastikspezialisten und sowas. Okay, wir haben hier drei Punkte. Ah, das wollte ich haben. Aber dazu brauchen wir Gold und das haben wir sowieso noch nicht. 10 Spezialisten, 50 fortgeschrittene Produkte. Das Maximum zwei mittleren oder fortgeschrittenen Produkten gleichzeitig. Oh. Okay. Dann sollten wir vielleicht die Punkte irgendwo anders ausgeben. Vielleicht hier für die maximalen Arbeiter. Okay, das haben wir. Das haben wir auch. Oh. Bin mir nicht sicher mit der Plastikproduktion und sowas. Was ist denn das? Ah, eine Fähigkeit. Freiwillige Arbeiter. Wie cool. Okay. Wir werden aber jetzt die Arbeiter nehmen hier. Können wir mehr einstellen? Das passt. Wir brauchen aber mehr Maschinen, bevor wir mehr einstellen. So, Skier können wir nochmal machen. Grammophon können wir, glaube ich, jetzt nicht mehr machen. Weil die hören auf, das zu liefern. Also müssen wir uns da gleich was einfallen lassen. Gucken, ob wir was anderes herstellen können. Ich glaube, ich weiß schon, was wir jetzt machen. Wir müssen nämlich hier für den Meilenstein das Maximum an zwei mittleren oder fortgeschrittenen Produkten gleichzeitig verkaufen. Okay. Wir machen auf jeden Fall mittlere, weil die großen bringt es nichts. Also. Ach, meine Güte, das ist ja jede Menge hier. Hier irgendwas, was nicht so. Hoverboard. Sind aber trotzdem 37 Stück. Siebenunddreißig. Okay. Okay. Also werden wir wahrscheinlich den Bürotisch machen und dann vielleicht das Hoverboard, eventuell. Oder schon jedem 70 Stück. Aber ich weiß nicht, ob der. Aber der Bosssessel wäre auch gut. Wäre nur 33. Wäre auf jeden Fall eine Überlegung. So, jetzt erstmal schauen, der Fassbot, ob der genug bringt. Ich glaube, den können wir aber nicht mehr nochmal herstellen, weil der sehr gesunken ist. Mit der Belohnung. Na los. 13.000 Nummer. So, Markt öffnen. 13.000. Ganz ehrlich, nicht ganz so gut. Ich bin nicht ganz zufrieden damit. So, Mittel. Okay. Das heißt, wir werden jetzt ihr Produkt planen.
Wir machen das hier. Okay. In grün bitte. Nicht diese komische Farbe hier. Ah, hier oben. Das. Hier. Auch in grün. Hier nähen. Das hier. Das ist eh alles das gleiche. Das ist kein Problem. So. Dann natürlich Premium-Holz hier. So. Okay. Dann wird das zusammengebaut. Zusammengebaut, habe ich gesagt. Danke. Dann wird das hier nochmal zusammengebaut. Okay. Wir werden hier 40 Stück machen. Ist das eine gute Idee? Wie viele haben wir denn? 33, okay. Ich weiß also nicht, ob das... okay. 3400. Das kostet mich gar nicht so viel, wie ich eigentlich erwartet habe. So, 13.000, nice. Okay. Grammophon wird auch geliefert. So, und jetzt kommt der Bürotisch dran. 37 Stück. Den haben wir schon erledigt, okay. Habe ich das richtig gesehen? 37, ja. 4.200, okay. Ich hoffe, da ändert sich nichts dran, aber wahrscheinlich schon, weil wir jede Menge Zeit brauchen für die beiden. Aber ich bin jetzt gespannt, wie das ablaufen wird hier. Geldmäßig meine ich natürlich. $750 pro Tag. $900 pro Tag, 1000. Machen wir das so. Hat zusätzliche Leute rekrutiert. Sind natürlich auch mehr Kosten, das ist das Problem, das wir haben. Meine Güte, was ist denn hier alles voll? Zone. Okay, Hauptlager. Priorität machen wir eher geringer, aber ich glaube, der zischt jetzt mit unseren Waren ab. Hat einfach alles herumgeworfen. Wir haben so viel Kaffee. Was ist denn los? Wie viele Kaffeemaschinen brauchen wir denn? Oh oh. Das ist ganz und gar nicht gut gerade. Okay. Tja. Okay. Ja, wir müssen den Pausenraum einfach ausweiten. Ich weiß jetzt nicht, was... Moment. Gib doch hier eine Hilfe. Angestellte Arbeitsplätze. Nee, nicht Steuerung.
Angestellte hier. Ich würde gern über den Pausenraum ein bisschen was erfahren. Habitsblatt sagt nein. Pausenräume. Bis voll geschöpft und zusammenbrechen. Raumeffekt fehlt in dem Optionsmenü rechts. Ah, da wird es aber trotzdem nicht gut erklärt. Bin ich jetzt. Das ist die Kapazität. Ah, okay. Und das ist die Wiederherstellung. Okay, uns fehlt es an beidem im Grunde. Oh nein. Ah. Ist denn los? Gib mir das. Wie machen wir den noch hin hier? Bestellen. Es sind alle sind tot. Einfach alle tot. Ach du meine Güte, was ist denn hier für ein Chaos? Nummer 16.000. Ich kann jetzt auch nicht alles vergrößern hier oder ändern, weil hier so viel los ist. Oh, der Praktikant. Der Praktikantin. Na los, Jungs. Wir arbeiten jetzt auf Minimum Arbeit. Hacker. Auf das Vollschöpfung zusammengebrochen. Tja. Blöd gelaufen, würde ich jetzt mal behaupten. Ah, shit. Die Kapazität ist eigentlich ziemlich okay mit den ganzen Maschinen, die wir haben. Also Kaffeemaschinen und alles. Aber die Wiederherstellung ist zu langsam, obwohl wir so viele Tische und alles haben. Bin ich da? Raumeffekt. 60 Kaffee pro Tag. Ha. Das reicht nicht. Okay. Da gibt nur zwei. Wie wär's, wenn wir den? Auch hier hin verschieben. Obwohl. Okay, ich kann ihn nicht. Egal. Nicht so wichtig. Okay, das funktioniert nicht. Kacke. Ich dachte mir, vielleicht wäre das gut, aber nein. Es verbraucht alles zu viel Platz. Radio ist auch überhaupt nicht gut für uns. Wir machen hier ein Radio, wir machen Pausenraum. Hier noch ein Radio. Pausenraum. Ich will hier unten noch mehr Radios haben.
Okay. Leg los. Wir brauchen mehr Generation. Also Regeneration von dem Kaffee. Es sind alle tot. Na los, Jungs. Aber der konnte Bauteile nicht liefern. Ja. Wir halten uns zumindest noch, auch wenn das komplett chaotische, ich sag mal, Arbeitsbedingungen gerade sind. Wir halten uns. Es ist alles okay. Ich müsste das dann nur alles hier reparieren auch. Das können wir auch, weil das hat jede Menge zu tun. Das auch auf jeden Fall. Dann einfach alles wieder reparieren ein bisschen. Das habe ich aber schon, ja, schon geplant. Was ist denn hier? Der LKW-Fahrer ist gestresst und wirft die Ladung herum. Achte auf die Ladebucht. Ups. Würde ich jetzt mal sagen. Das haben wir. Das sollte repariert werden. Das sollte auch repariert werden. Das auch. Können wir auch alle reparieren. Verlangsamt uns zwar ein bisschen, aber wir brauchen jetzt nicht das, dass irgendwas explodiert und dann wir komplett Chaos haben. Das wäre jetzt unnötig. Wir haben noch immer 10.000, also wir haben noch ziemlich einen Buffer, würde ich sagen. Gott, sie brechen schon wieder alle zusammen. Katapult sollte jetzt geliefert werden. Die Frage ist, können wir noch eins machen? 3.300, aber es sinkt sehr stark. Vielleicht sollten wir eher das hier machen. Aber das sinkt auch, das steigt. Machen wir davon 5 Stück. Priorität. So, die Skier haben das, die höchste Priorität. Und denn das gerade? Sechzehntausend, nice, nice, nice. Okay, vielleicht können wir das. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, aber hey. Fünfhundert. Planieren das hier. Es ist zwar sehr, sehr wenig extra Platz, aber zumindest ein bisschen. Wir müssen schauen, dass unsere Arbeiter mehr Kaffee haben. Sonst haben wir hier ein Riesenproblem. Die Art und Weise, auf die wir es machen, ist jetzt ganz einfach. Wir werden hier die Videospielmaschinen, diese hier, Videospielgeräte hinstellen. Ja, ich bin schon dabei. Läuft leider nicht alles so perfekt, wie man es immer haben möchte. Manchmal macht man Fehler. Wir sind aber auf Platz 4, oha! Wie ist denn das passiert? Okay. Müssen das alles hier loswerden erstmal. Können wir das. Oh. Das wäre eine Idee.
haben hier auf jeden Fall Platz. Und die Leute müssen hier eh nicht vorbeilaufen. Das ist eigentlich ziemlich gut. Also die hier haben höchste Priorität. Das ist nämlich das, was uns am Leben hält. Also wäre das ziemlich gut. Pausenraum. Das passt eigentlich. Okay. Wir müssen ja alle ein bisschen verschieben hier. Aber das machen wir gleich. Und zwar wird das hier. Wir werden das in diese Ecke schieben. Nochmal sowas hier rein. Problem ist, mehrere davon bringen dann eben nichts. Wie man hier so schön sieht. Okay. Schieben wir das auch ein bisschen. Stellen, ja. 20.000, dann werden wir das auch ein bisschen rüber verschieben. Okay. Dann noch immer 20.000, alles gut. So. Wir machen den schönen Kühlschrank. Jetzt haben wir natürlich noch das Schachbrett hier. So, ich hoffe, dass. Das ist aber nur zwei. Was eigentlich aber kein Problem ist. Problem ist dann eher, dass wir die hier umstellen ein bisschen. Die hier einfach komplett vollstellen, alles. So, bestellen, alles gut. Wir haben wieder Kaffee. Das ist ja schon mal ein sehr, sehr guter Anfang. Moment, kann ich da jetzt überhaupt? Natürlich nicht. Okay. Okay. Es ist nicht ganz so toll. Null. Oha. Los. Gibt es auch wirklich zwei? Anscheinend. Okay. Nur die zusammenstehen. Das mögen sie anscheinend nicht. Und jetzt doch? Was? Ne, 3, 6, okay. Das gibt gar nichts zum Beispiel. Das können wir. Was ist, wenn wir das hier gleich hierher bewegen? Würde mich interessieren, ob das. Ist er trotzdem 0? Tja.
etwas blöd. Das heißt, theoretisch könnten wir das einfach verkaufen. Aber das ist ja auch Verschwendung. Ich weiß ja auch nicht, warum funktioniert der dann? Ich stelle den jetzt auch hierher. Jetzt der 1 und der 0. Egal. Der 0 hat, wie was, wenn wir den hier in die Mitte stellen? Da hat er hier 0. Perfekt. Sehr gut. Gut, dass wir das geplant haben, so. Mit dem bin ich auch überhaupt nicht zufrieden da. Das können wir verkaufen. Der bringt uns nichts. Und die werden wir ein bisschen umstellen, glaube ich. Und zwar werden wir den hier hierher bewegen. Okay. Nennen wir den hier nach unten bewegen. Den hier werden wir hier hinstellen. Und den hier werden wir einfach hier platzieren. Der ist jetzt aber gesunken wieder. Okay. So, was ich jetzt nämlich vorhab, ist, ich möchte den hier ganz hier ins Eck stellen. Und dafür das hier daneben platzieren. Ich weiß nicht, ob das überhaupt irgendwie einen Sinn macht, was ich gerade hier tue. Aber ich versuche ein bisschen was. Ey, ich habe dich gesehen. Der was? Einmal irgendwas ist kaputt hier. Oha, die werden so arg benutzt. Okay, da ist alles geplant. Okay. Der hier. Nein. Ich such noch. Ja. Ey. Ich hab dich gesehen. 5 von 7. Nein.
Ich suche noch. Einer fehlt noch. Du? Okay, da hat sich nur Notizen gemacht. Ups. Wo ist er? Wo ist er oder sie? Wo versteckt er sich? Langsam gehst du mir wirklich. Okay. Ich kann nicht reden. Langsam gehst du mir wirklich auf den Geist. Sonnenschirm war eine meiner größten Tochtergesellschaften und du hast sie ebenfalls in den Schatten gestellt. Stirb, oha. Ich meine natürlich schließe. Ja, Schließung, das wäre wohl angemessener. Fuck you. Was ist damit? Schleicht er sich hier durch? Ich bin der Letzte nicht. Hier. Nice. 6000. Wir sind Rang 7 wieder. Wir sind gefallen. Okay, okay. Achso, hier wollte ich noch umstellen und zwar wir das. Was? Jawohl. Was ich nämlich tun möchte, ist, ich möchte hier noch so einen Tisch hinstellen. Wieder. Und das ist nicht möglich, wenn das hier steht. Deswegen planen wir das jetzt ein bisschen um. So, okay. Wir haben jetzt eigentlich schon genug, aber warum? Geht's hier ernsthaft? Es passt nicht. Es passt nicht. Wegen einem Platz. Kann ich erweitern? 3200. Das ist okay. Das lässt sich erweitern. Das ist in Ordnung. Die 12.000 ist ein bisschen viel. Okay. Wie wir das machen, ist jetzt. Ich würde sagen, so. Dann können wir das entfernen. Dann können wir hier zwei Tische aufstellen und hier entlang die Kaffeemaschinen und sowas für die Kapazität. Dann sollte das, glaube ich, passen. Wir können hier sowieso nicht so viel aufstellen, aber zumindest ein bisschen was. Okay. Wir sind auf 11.000. Schnell langsam wird es knapp. Ist das nicht repariert? Was ist denn los?
Reparatur machen wir zuerst. Ich weiß nicht, wo das Teil ist, ob wurde das da entfernt und macht er das jetzt einfach gar nicht mehr oder was ist los? Oder wartet er von irgendwo anders aus, bis er das Teil bekommt und dann herstellen kann? So, aber das werden wir jetzt. Okay, das will er von irgendwo haben. Gott, das sinkt. LKW ist auch wieder da. Uiuiui. Okay, 3000. Vor allem die Boss-Sessel und sowas. Die sind ja halt durchaus ein gewisses Risiko. Ja, da können wir noch 5 machen, das ist okay. Was haben wir gemacht? Ah, Level Up. Okay. Reduziere das Risiko hinzufallen. Wäre natürlich nicht schlecht, aber bringt nichts. Shit, ich hätte da auf das sparen sollen, statt hier mehr Arbeiter. Dann wären sie effizienter gewesen. Das ist ja viel besser. Also die Kastenbots sind aber jetzt fast fertig. Bin jetzt mehr als nur gespannt, wie das hier funktioniert. Wir müssen unser Lager vergrößern. Warte mal, was ist, wenn wir das hier als Exportzone nehmen? Und das hier weiten wir vielleicht so aus. Ah, der lässt mich nicht übertüren. Okay. Jetzt. Nee. Dann machen wir das wieder zum Hauptlager. Priorität 2. Erstmal liefern. Die können wir gleich nochmal planen und nochmal herstellen. Die lassen wir aber. Wir machen die über dem. Und hier sind die Haupt, wie sagt man, Hauptpriorität. Okay. Sind zumindest auf 21.000 wieder. Schwierig. Ja. Ja, die haben jetzt 51 als Nachfrage. Also müssen wir da noch mehr herstellen davon. Aber das bringt ja nichts. Jetzt im Moment auf jeden Fall nicht. Wie viel Holz hier liegt, oh mein Gott. So. Liefern, Produkt planen, nochmal Schier Hauptpriorität. So. Wir sind komplett voll. Wir haben null Platz. Aber sowas von null. Ehrlich gesagt glaube ich fast, dass ich die Tür entfernen werde und hier hin platziere. Dann ist aber auch kacke, dann kommen die hier nicht durch. Tja. Das ist blöd. Was ist, wenn wir das verschieben? Hier hin?
Ich hoffe, der bleibt einfach verbunden. Ja, ja, sehr gut, okay. Dann können wir das vielleicht renovieren für... Können das abreißen. Okay, und jetzt renovieren Tür. Ah, oh, das ist aber auch nicht viel Platz, muss ich sagen. Wir haben ein bisschen Geld. Was wir machen können, ist, wir können hier ein bisschen uns ausbreiten, ausweiten, wie auch immer. Wir werden das erstmal bewegen. Hier ganz ans Eck. Macht. So, wenn die hier schauen, werde ich ein bisschen reparieren. So, okay, okay. Dann renovieren. Wir werden das jetzt was war denn das? Gott, was ist denn jetzt los? Fuck! Alles gut, Jungs, alles gut. So, hier machen wir die Tür und das werden wir abreißen. Bestellen. So, und was dadurch jetzt ist, wir können... Ich würde das gerne auch ein bisschen vergrößern hier. Sonst hat das ja keinen Sinn, was wir gerade gemacht haben. Was gibt es denn? Eine Maschine ist explodiert. Nice. Nice. Was macht ihr denn für Blödsinn, Jungs? Was macht ihr denn für Blödsinn? Okay. Wir sind noch nicht fertig mit dem Renovieren. So, okay. Lanieren. Das. Okay, das reicht, das reicht. Wir haben gerade sehr viel Chaos. Falls das jemandem nicht aufgefallen ist. Liefern, Produkt planen, nochmal 5 Stück. Schia, Hauptpriorität. Los geht's. So, was wir jetzt nämlich machen. Sobald die das fertig gebaut haben hier. So, okay. Und zwar machen wir jetzt... eine Tür. Hier. Genau hier hin. Dann werden wir die hier verschieben. Das werden wir hier hin verschieben. Okay. Und... okay, wir sollten 2 freilassen, so. Ach, shit, das... Ah, Reparatur wollte ich nicht! Okay.
Ist okay. Können das ruhig ein bisschen größer machen. Wir hier ein bisschen Lager haben, das ist okay. So, und jetzt das Wichtigste ist das hier. Warum? Ah, jetzt, okay. Okay, jetzt haben wir viel mehr Lager, viel mehr zum Aufbewahren. Ist perfekt alles. Ich meine, perfekt ganz und gar nicht. So. Wir sind gerade im Sterben hier. Das ist nicht so toll. Machen wir das denn jetzt? Noch keine 3 Sterne. Wir könnten eigentlich Arbeit entlassen. Sorry, Dieter. Sorry, Paul. Sorry, Daniel. Okay, die sind alles Facharbeiter, die sind okay. Martina. Ja. So. Bringt ja nichts, wenn die nur hier herumstehen und nichts leisten können. Was für ein Lager denn? Priorität. Moment, ich pumpe mal hier die Priorität nach oben. Dann sollten die hier das da drüben lagern und dann können wir hier vielleicht ein paar Regale aufstellen. Dann sollte das auch besser funktionieren. Und sie lagen das auch um, dann haben die hier auch Platz. Oh oh, das ist alles sehr eng. Ja, Exportzone oder Hauptlager? Machen Hauptlager draus. Pumpen das auch auf 4. Wenn sie hier auch ein bisschen umlagern. Ja. Liefern, planen, plus. Wir haben jetzt sehr, sehr große Probleme gerade. Was ist, wenn wir hier noch eine Lagerzone machen, vorübergehend? Sollte das doch auch passen, oder?
wir das als. Wir das hier nehmen auch. Oder nicht? Ja. Wir gehen gerade ein bisschen bankrott hier. Zum Hauptlager. Okay, Markt öffnen, liefern. Wir brauchen einfach viel, viel mehr. Wir werden das hier. Werden die Zone löschen, ja. Und werden das hier. Auch riesengroß machen. Das ist der komplette Raum hier. Und wenn sie sich jetzt noch über Platz beschweren, dann kann ich auch nicht helfen. Hey, wieso? Okay, ich dachte, ich habe das schon in Auftrag gegeben. Ach du meine Güte. Irgendwas ist hier extremst falsch gelaufen gerade. Wir machen das auf komplette Priorität. Das muss auch alles wieder repariert werden gerade. Ach du meine Güte. Schlechtes Timing. Sehr, sehr schlechtes Timing. Was ist, wenn ich das... Ich versetze das einfach. Na los. Reparatur. Okay, okay, okay. Sollte soweit passen. Oh. Unser Geld. Dem schaut es nicht so gut aus. Tag 100. Okay, zumindest haben wir etwas geschafft. 1400. Die Skier sind aber fast fertig. Jungs, bitte? Okay, öffnen. Liefern. Wir können es jetzt nicht neu bestellen. Dafür fehlt uns zu viel. So, wir können aber noch 5 jetzt wieder machen. Priorität werden wir nach oben pumpen, aber wir wollen trotzdem einen Kastenbot haben.
Das ist, glaube ich, jetzt das Einzige, was uns wirklich retten würde. Wir pumpen den jetzt auf Übersteuerung. Komplette Übersteuerung hier. Wir sind im Minus. Haben aber 98%. 99. Minus 700. Minus 1000. Jungs, macht mich nicht fertig. Liefert das bitte? Ach du meine Güte. Ach du meine Güte. So. Müssen wir da ein bisschen planen hier schnell? Und nicht mal wissen, ob wir überhaupt klarkommen. Aber hey, ist ja unbedeutend. Ich glaube, das oben ist einfach zu erreichen, ist das unten. Also machen wir das. Na los. Das hier, Benjamin Bornguss. Hier nochmal zusammenbauen. Das perfekt. Dann nehmen wir. Können wir, glaube ich, auf dem hier bleiben. Hier das. Das hier. Das. Okay. Jede Menge zum Zusammenbauen wieder hier. Robustit. Das zum Zusammenbauen haben wir ausgewählt. Ah, glaube ich schon, aber ist egal. So, dann nochmal. Das nochmal hier zusammenbauen. Dann sind wir hier. Hier werden wir eine Dreiradfertigung machen. Oha. Das schaut alles jetzt sehr, sehr kompliziert aus, muss ich sagen. So. Im Grunde ist es ja egal, was wir hier auswählen. Jetzt zumindest. Rohes Gummi. Fertigstellung, das hier. Das hier. Und dann hier unten noch. Das hier nehmen wir. Hier das Glätten, das Pressen, das Zusammenbauen. Und dann natürlich die Roboter-Maschine, die Testmaschine. Irgendwo haben wir was vergessen, anscheinend. Es irgendjemanden auf. Ah, hier. Perfekt. Wir machen hier 5 davon. 2500, okay. Das ist machbar. Sieht gut aus. Ski und Katapult sind beide im Grunde fertig. Machen wir jetzt nur Sorgen um die Maschinen, weil wir die.
auf das Overdrive gemacht haben hier. Das wird ziemlich chaotisch. Hier ist schon die erste kaputt. Die ist auch schon fast kaputt. Ja, die funktioniert noch, zumindest. Schaut soweit gut aus. Jetzt kommt nämlich einiges an Geld rein wieder. Durch Katapult und Shear. Sobald sie an dem Katapult mal arbeiten, was ist denn los? Wo ist das? Ja, Hauptpriorität. Macht mal. Ich will das Katapult sehen. Legt los. Irgendein Teil fehlt, aber... Ah, jetzt macht das. Perfekt. 17.000. Nice. Sehr, sehr nice. Und wir können es noch einmal liefern, glaube ich. Ich glaube, das ist okay. So, wir werden auf jeden Fall Kastenbot hoch. Katapult hoch. Werden aber eher, glaube ich, den Kastenbot fokussieren. Jetzt werden wir die Shear liefern und die aber auch gleich planen. Und die Shear sind unsere höchste Priorität. Das mit dem Boss-Sessel und Bürotisch, das ist zwar nice, dass wir die haben. Aber die müssen wir im Hintergrund machen. Weil sonst sind wir pleite. Okay. 24.000. Nice. Kommt noch ein bisschen Geld durch die Shear. Ein paar tausend. Ja, knapp 3.000. Sehr, sehr gut. Okay. Ja, das ist zu groß, was wir hier gemacht haben. Aber an sich stört uns das gar nicht. Okay, wir haben 10 Arbeitsplätze, die nicht gebraucht werden. Das heißt, wenn jetzt 8 davon einstellen, einen davon sind 1300 pro Tag. Das ist, sollte okay sein. Sagen wir so. Weil dadurch sollten jetzt ein Großteil der Maschinen in Gebrauch sein. Ich muss jetzt nur aufpassen, die Pausenräume werden jetzt sehr, sehr stark ausgenutzt. Okay. Sehr gut aus, soweit. Wir müssen uns jetzt nur hier darum kümmern, dass wir den Pausenraum nicht verlieren, sage ich jetzt mal. So, wir machen hier einen, wir machen hier aber noch. Können wir noch einen machen hier? Natürlich nicht. Ja, blöd gelaufen. Hallo? Hallo? Ach, leck mich doch. Fuck. Ich schaue nur, ob das irgendwie was ändern würde, aber auch nicht wirklich. Ich glaube nämlich, dass wir hier einfach das Ganze spiegeln werden, dass wir hier noch so einen machen, also so eine Tür, ja, können sie uns gleich geben und dann, wenn wir hier einfach
Den hier. Radio. Radio bringt nichts. So. Wohl, wenn der nur eins bringt, bringt der. Ah, der bringt auch nur eins, okay. Ja, das ist das Gleiche. So. Es ist okay. Mich 2000, das ist nicht so viel. Und hier werden wir wieder die Tische ansammeln. So sagen, hier machen wir wieder so einen Tisch. Und hier an dieser Wand entlang werden wir auch wieder die Kaffeemaschinen und sowas hinstellen. Sprich, das hier. Das hier, das hier und so weiter. Sind 4800. Autsch. Alles für unsere Mitarbeiter. Ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht übernommen. Auch wenn wir jetzt wieder ein bisschen Gewinn gemacht haben, hat mich das jetzt wieder über 10.000 gekostet. Dieser schöne Spaß. So, einmal kurz warten. Wir müssen nämlich hier wieder reparieren, das ganze Zeug. Das! Die werden so oft gebraucht, die Tischlerstationen, für das ganze Zeug, was wir jetzt gerade herstellen. Das passt. Das können wir auch mal reparieren, einfach so. Die beiden können wir auch reparieren. Denn hier. Okay. Das hier, das ist okay. Das können wir reparieren. Das ist auch okay. Okay. Das sieht gut aus. Okay, sollte alles repariert sein. Was sagen die hier aus? 9. Oh, wir sinken. Wir sinken. Ganz ehrlich, ich glaube, wir werden den Kastenbot hier in Overdrive versetzen. Warum haben die an den Boss-Sessel die ganze Zeit? Ist ja schön, wenn sie das so nebenbei machen, aber der geht schneller hoch als alles andere. Okay, nice. Jetzt arbeiten sie wieder ein bisschen mehr da. In den Skiern vor allem. Was? Ein Arbeiter. So, wir haben gesagt, wir brauchen noch einen Fertigungsspezialisten, Montagespezialisten. Das kostet mich aber Geld. Das ist jetzt ein bisschen kacke gerade. Okay, ich glaube, einen können wir uns leisten. Autsch. So, und den Rest müssen wir später machen. Einfach nur, weil Montagespezialisten brauchen wir unbedingt. Die sind sehr, sehr wichtig für uns. Himmelbefall, nice. Liefern. Produkt planen. Wir holen uns nochmal 5. Ja, damit. Hauptpriorität. So. Himmelbefall, wo haben wir das denn? Bin ich blind? Bevor er sich ausbreitet, ja, ich sehe ihn nicht. Ah, hier. Okay.
Vielleicht hilft mir das Event, dass wir ein bisschen Geld bekommen. 2900, sehr gut. 6500, nice. LKW in Ladebucht angekommen. Okay. Ich wollte eigentlich schon längst aufhören, aber hey. Na los, Jungs. Das wird eng. Ich werde es jetzt aber trotzdem hier lassen. Auch wenn es jetzt gerade so eng ist. So. Wir sind auf Platz 9. Ein bisschen gesunken, aber das ist okay. Also. Ich werde auf jeden Fall morgen wieder weitermachen. Direkt nochmal. Ich muss da jetzt weitermachen. Auf jeden Fall. Ich wünsche euch aber jetzt erstmal einen schönen Abend noch. Und wir hören uns ja morgen. Ich hoffe, es ist kein Game Over. Also, bis dann. Tschüss. Yes.